3, 2, 1, go. Herzlich willkommen. Ach ja, mach du einfach. Gut, wird jetzt auch nicht rausgeschnitten. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Part auf dem MGT Daisy E-Board Normal Server. Der letzte Part endete ja damit, dass wir hier die große Stadt mit V gelootet haben, ein paar Leute getötet haben. Plan jetzt soll eigentlich sein, ja, was ist unser Plan jetzt? Ja, erstmal wollen wir eigentlich zu dieser Military Base hier in der Nähe. Aber, Mike, ich habe ein Problem. Hier ist ein Survival ACO drin, aber ich kann nicht gucken, was. Wer schießt? Auf mich oder auf dich? Auf mich schießt nix. Dann hat er auf. Kill was killed. Ja, der ist hier in der Nähe. Sollen wir einfach mal weggehen oder? Ja, der hat eine DMR. Also, ich packe mir hier das Mountain Dew ein. Du brauchst so ein komisches Orange Shell genommen. Wenn wir unterwegs verkaufen an dem einen Shop, aber lass uns einfach mal Richtung Westen abziehen. Also ich habe jetzt keinen Bock, mich mit einem Typ mit einer DMR zu duellieren. Ja, ich markiere es mir eben auf der Map, unseren Zielort. Unterwegs ist übrigens Bastion and Elder Supply. Vielleicht ja, da wollen wir da schon vorbei. Mal ein paar Sachen verticken. Ja. Verticken, vielleicht was kaufen. Dr. Zoidberg ist auch hier in der Nähe. Dr. Zoidberg. Zoidberg. Why not Zoidberg? Sorry. Why not so? Also ich bin schon mal los, bin am Schornstein sofort, ne? Ja, ich bin ein bisschen was hinter dir. Okay, er macht ja nichts prinzipiell. Also ist ja besser, wenn man so hintereinander läuft, als gleich auf derselben Höhe. Ja. Ich habe meine Waffe auch auf Full Auto gestellt. Mhm. Ich bin jetzt an dem Tech 9 außerhalb. Ich seh dich vor okay, mir. Okay, ja, okay. So, 920 Meter bis zum besagten. Oh Leute, ich bin gerade rausgeschmissen worden. Ist mich wieder drin. Ich hab gerade meine Handy-Erkennungssoftware rausgeschmissen. Hier ist ein Fresh Spawn vor mir. Mach nur weg. Yeah. Yeah. Run. It's okay. Bye, bro. Nein. Yo, go away. Bye, Matt. See you soon. But you're a bandit, boy. You're a bandit. Schüsse gehört. Komm. Was soll das denn? Lass den leben. Nein. Ich hab keine Idee mehr. Das war ein DMR-Schuss. Okay. Der DMR-Schuss kam von da oben. Wollen wir Fleisch mitnehmen? Nein, scheiße Fleisch jetzt. Ich hab genug zu essen mit. Ich hab wirklich genügend mit. Mike. Ja, wir wollen ja auch mal ein How-To, Got an Animal. Ne? Gibt mehr Tinte auf den Füller, übrigens. Stimmt. Da oben ist eine Military Base. Okay, warte. Ich hab dich ein bisschen verloren, weil du ja wahrscheinlich auch weitergerannt bist. Ja, ich bin ein bisschen weitergelaufen, aber nicht viel. Thunderstrike. Wo bist du? Hier so noch nicht auf der Lichtung. Hier ist eine Straße vor mir jetzt. Ich bin jetzt auf der Straße praktisch. Vielleicht bin ich noch gar nicht. Okay. Ich bin nur 3 Meter weitergelaufen und dann in so einer Tunnel stehen geblieben. Bleib einfach da. Ich komm. Ja, ich seh dich da. Wo bist du? Da, okay. Okay, dann lass uns da hochlaufen, da sind wir auf erhöhter Position. Ich denke zwar, dass die Schüsse von dort gekommen sind, also von da aus der Nähe. Aber wir haben uns eigentlich entfernt. Ach nein, ich weiß, wo wir sind. Hier habe ich von den anderen Typen angeschossen. Da hinten. Bist du sicher, dass das genau der Spot ist? Weil überall gibt's. Hier so. Die scheiß Türme, diese Grenztürme wie ein. Da oben sind übrigens Deer Stands. Warte mal, ja, deswegen, ich hole erstmal meine Binoculars raus. Ja, ich bin schon wieder der. Ah, ja, das ist eine Military Base. Ja, ich bin der klar. Kranke Schwachkopf, der einfach weiter rennt. Ja, das ist eigentlich immer mein Job gewesen bisher. Ja, da neben uns hier 700 Meter rechts von uns ist noch so eine Base. Mhm. Oh fuck. That is so much. Hab ich da oben Schüsse? Nee, ne? Also ich höre nichts. Hab die Effekte jetzt aber nicht so laut. Auf der linken Seite sind übrigens diese hohen Türme wieder. Wire Fencing Kits. Kurz ein bisschen ruhiger. Ah, hier hat jemand angefangen eine Base zu bauen. Ja, da gibt's glaube ich mehrere Spots von. Unlock. Und diese Deer Stands hier sind keine offiziellen, das sind so. Also sind es gebaute oder.
gebaut, ja, genau. Ja, was hast du angefangen, eine Base zu bauen, ne? Das ist ja eine Mini-Base, eine 1 oder 2 Mann Base. Also. Da unten die Türmchen scheinen auch irgendwie eingebaut zu sein. Weißt du, sollen wir zu den Türmchen laufen? Da sind Zelte oben drauf. Das sind viele Türmchen, ne? Mach mal Binocular, ob irgendwo oben drauf einer wartet vielleicht. Das Zelt meine, und eine Leiche. Glaube ich. Ziemlich hart am Pusten. Ja, eine Leiche. Leichen. Also auf zweien sehe ich schon mal Leichen oben. Ich auch. Ich glaube, es ist nicht so intelligent, da hochzugehen. Und da ganz hinten, da sehe ich Nux. Ein Typ ist doch ziemlich fertig, ey. Meiner ist auch am Keuchen hochziehen. Aber ich sehe da auch eine AK. Ich sehe auf jeden Fall auch Loot. Aber ich denke, es ist nicht die beste Idee, da hinzugehen. Lass uns einfach hier zu dem Ding, wo man verticken kann, hingehen und dann ein bisschen Lapur-Muni holen. Und dann können wir auch auf, mit solchen Dingen was tun oder an der Stelle was tun. Ja, das Problem, um das einfach mal auch für diejenigen, die nicht gerade viel DayZ spielen oder halt in dem Genre auch nicht zu Hause sind, um das Ganze mal ein bisschen aufzuklären. Das Problem ist, da gibt es geilen Loot drauf, also Military Loot. Ihr habt bei mir gerade gesehen, ich habe eine AK zum Beispiel entdeckt. Da wird sicherlich auch noch einiges anderes zu holen sein, auch aus den Leichen. Ja, Problem, man ist auf erhöhter Position, man ist völlig ungeschützt, man sitzt praktisch auf dem Präsentierteller. Ja, das sind ziemlich coole Stellen, wo man halt ganz cool campen kann. Ich denke, das wird man auch hier irgendwann mal in einem unserer Videos sehen, dass wir dort campen werden. Ja, weil zum Beispiel von meiner Pose jetzt, wo ich bin, hier einfach mal so in so eine Tanne legen mit einer Sniper und man hat gleich mal 3-4 Türme im Visier und kann die armen Irren, die da hochstürmen, dann einfach mal wegmachen. Hier ist übrigens ein Zelt im Wald. Jetzt guck ich mir mal an. Ich bin am Deer Stand. Ich bin noch 1000 Meter weg von der Military Base, was jetzt auch nicht so die beste Idee ist. Wenn man ehrlich ist, aber gut, wir wollen ja auch Action erleben, deswegen. Ich bin jetzt erstmal hier 100 Meter vor dem An- und Verkauf-Ding hier. Und ich weiß noch nicht, ob hier eine Safe Zone ist. Ich meine, alles wäre Safe Zone. No entering, bla bla bla, got modes on, yeah. Hier ist ein Zelt im Baum, das wieder hart zu accessen ist. Ich hoffe, dass ich es irgendwie trotzdem erreichen kann. Und ja, ich bin in der Trader City. At Mikey LP. Ja, ja, ich hab's mitgekriegt. Ich komm mal erstmal, was hier der Safe kostet. Ah, hier gibt's Combination Locks für 2 OZ Silber. Das ist aber günstig. Das 30 Meter Plotpole kostet 6 OZ. Das ist auch okay. Gold aber. Ne? Ja, klar, auch Gold. Ja, Standardpreis. Ja, ist Standardpreis. Aber ein Safe kostet nur 8 OZ. Das ist günstig. Also die haben günstigere Preise. Ich glaube, das lässt sich auch einfach erklären, dass hier nicht so viele Karten sind. Ja. Das Civilian Clothing Cell. Also ich bin 250 Meter weg. Mich ja, gerade. Wäre schön, wenn du noch ein Safe. Den überall. Ja, also. Okay. Das Zelt hätte ich mir gerne mal angeguckt, aber leider war es nicht accessible für mich. Die 2 Orange-Shelps verticke ich auch, ne? Sofern die Geld wert sind. Ja, ich ja 4 Gold. An. 4 Gold pro Stück. 4 Gold? 4 Gold pro Stück, ja, das ist schon okay. Das ist extrem teuer. Hier ist nochmal so ein Zelt im Baum. Vielleicht können wir da ja mal ran. Mach dich nicht verrückt. Doch, ich mach mich verrückt. So, jetzt dem Ermark weg, damit kann ich eh nichts tun. Jetzt habe ich 2 vertickt und nur die Gold bekommen, weil mein Backpack nicht groß genug oder voll genug. Lol, wie dämlich ist das denn? Ah, ist das nicht so, dass man hier einen Hidden Stash hat auch? Nee, anscheinend nicht. Okay, gut.
Gut zu wissen. Einfach weggedroppt, gerade bei mir. Also jetzt Backpacks, habe ich das größte schon, okay. Ich müsste mal ein bisschen Munition kaufen. Bist du hier drin? Ja. Okay. Sorry, ich auch noch. Ja, ich mag es trotzdem. Erstmal Inventar voll freimachen. Ja, ich suche jetzt den Waffenheini und gucke, ob ich Lapo-Munition bekomme. Ist hier überhaupt ein Waffenheini? Müsste doch, oder? Was kann die hier? Trade Menu. Backpack closes. Wo sind meine Closes? Ich gerade da habe ich den Backpack gepackt. Jürgenheini. Meine Closes sind verschwunden. Beim Ausloggen. Ungeil. Das ist wirklich ungeil. Meine Klaus aber auch. Drinks? Oder hast du die beide? Nein. Ich finde hier aber keinen Waffenheini, also es scheint, als wenn das hier nur. Mountain Dew verkaufe ich für 3 Gold gerade. Ja, mach das. Alter, kein Waffenheini oder was? Doch, du hast ja bestimmt nur was. Bei dem hier gibt es sowas nicht. Da hinten in dem Räumchen vielleicht? In dem Häuschen? Ja, Mike, wo soll der denn stehen? Weiß ich nicht, ich guck ja gar nicht. Wir haben die nur die 2 Trader hier. Wäre ja schade. Wie heißt das denn hier? Best Man Elder Supplies. Ja, das ist wahrscheinlich nur so ein kleiner Supply-Kack. Was ist denn Dr. Zoidbergs? Zoidberg. Zoidberg. Was ist das? Du kennst nicht Dr. Zoidberg. Doch, klar. Dr. Zoidberg. Ja, keine Ahnung. Lass uns hin und wir finden es heraus. Ich würde erst gern zum Military Base, aber ohne. Okay. Ammunition ist das natürlich medium beschränkt, aber. Ja, komm! Du machst einfach Gas. Das Opfer. 900 Meter. Da entsteht eine Ammunition Stash. Wo? Da, auf der Straße steht so ein. Aber wir haben keine Crowbar. Brauchen wir eh nicht hingehen. Achso, meinst du einen Supply Drop oder was? Ja, genau, stimmt. Aber ich hab doch eine Axt. Geht nicht, du kannst sie immer nicht öffnen. Du kannst sie zerschlagen, aber dann am Ende kannst du nichts damit anfangen. Du brauchst die, Könnte man keine Crowbar in dem Ding kaufen? Weiß ich nicht. Bestimmt. Hab's nicht gesehen. Aber da gab's doch eh nur immer, Ammunition für, Lapur. Ist Lapur? Hast du da schon mal Lapur-Munition drum gekriegt? Keine Ahnung. Ich hab nie drum bekommen. Immer nur für großkalibrige Waffen. Also hier die, Pur ist ja vom Großkalibri. Nein, Mann, du weißt, was ich meine. Für Vehicles. Vehicle. Ja, ist gut. Richtig ab. So, ab jetzt werde ich den Rest des Videos so sprechen. Fully Trouble Mode, hä? Oh nein, sobald ich irgendwie in Rage gerate, wird dies eh nicht mehr möglich sein. So, ich werde jetzt mal hier hochgehen. Ja, check mal, wie ist denn aus? Ja, nein. Ja, aber wie ich das hasse. Da liegt auf jeden Fall was drin. Dran? Ja. Bandages oder so ein Scheiß. Ja, Bandagen liegen schon mal zweimal. Und das war's. Ja. Ja, den Bandagen wow. Mit ist schon mal in Ordnung. Ja. Die zwei kann ich auch noch tragen. Ja, renn du ruhig weiter vor. Hier steht immer noch eine Base. Eine kleine Mini-Base. Völlig scheiße gebaut, aber gut. Mein Gott, das ist hässlich. Kann man da nicht sogar rein? Der hat wohl nicht unser. Oh, hier steht ein Zelt außerhalb. Aber das ist natürlich leer. Steht ein Wortnik. Ach hier. Aber wahrscheinlich lockt, ne? Ja.
Nee, der hat nicht unser Bauvideo gesehen. Also Leute, bevor ihr sowas da baut, wa? Guckt euch bitte kurz unser Video an dazu und dann baut doch mal ein bisschen schön. Oder vernünftig zumindest. Es muss ja nicht schön sein, es muss nur funktionieren und irgendwie einigermaßen gescheit sein. Es muss schon ein bisschen schön sein. Also man sollte es nicht übertreiben wie gewisse andere Leute, die man mit uns eben gespielt haben. Aber schon, ja, Kante auf Kante würde ich schon bevorzugen, bevor ich sowas da baue. Ja. Also bitte. Chimmer. So, ich stehe jetzt hier auf Position, guck mir das Military Camp an. Ja, ich liege hier mitten im Schnee und mach mal meine Binoculars raus. Weil ich sehe noch auch nicht viel. Bitte nur. Was ich auf jeden Fall nicht sehe, sind Zombies. Aber ich habe auch nicht so den besten Blick rein. Ich renne einfach rein. Das ist egal. Ich bin ja hier KSK-Profi. Ich glaube, dahinter hat einer eine recht große Base gebaut, oder? Dahinter? Ja, schau mal dahinter bitte. Ich bin gerade da. Ja, läufst du neben mir? Ja. Bleibt einer von uns draußen oder gehen wir beide rein? Ich würde sagen, wir gehen beide rein, damit wir besser reagieren können. Okay. Weil wir haben nicht wirklich was, um Rückendeckung zu geben oder so. Gehst du da unten rein? Ja, ich crouche hier durch. Ich bin halt immer noch so ein bisschen Tactical Player. Ist hier jetzt der Matt gestorben und ich war es nicht. Danke. Das ist scheißegal. Nein, das wäre mein. Zombies. Ach, Zombies. Okay. Ich habe mehrere den Zombies Atem gesehen und dachte mir. Ja, das hat mich ja vorhin auch so geschockt. Hier liegt eine MK17. Ich habe hier gerade Mega-Zombie-Akku von meinem Server. Nehmen die. Okay, ich kann die MK17 nicht aufheben. Warum nicht? Die ist doch voll geil. Weiß ich nicht. Das sind auch nur so zwei Baracken hier, also der Rest sind so Fake-Baracken. Ich muss Zombies killen. Ja, mach. Ich backende Zombies hasse, ey. Hier liegt ein Revolver. Wenn du Interesse dran hast. Ich hab die G17 noch. Ich weiß ja nicht, ob du was so Muni hast. Deswegen. Nicht viel. G17 habe ich auch, aber keinen. Ist die zweite Baracke auch schon durch? Nein, ich bin immer noch in der ersten. Also in der zweiten. Dann gehe ich in die erste, wo die Zombies rauskamen. Steht ein Zelt hier. Ich habe viel zu viel Kilo, ich muss hier Zeug abwerfen. Eine SVD, glaube ich. Fahrzeug Moon. Oh, M240 Scope, aber leider ohne Moon. Obwohl, da kann ich auch Standard Moon mitnehmen. Ne? Hier ist eine M19, die nehme ich jetzt mal, weil da auch zweimal Moon bei ist. Also hier ist einiges drin, hier geht einiges. Hier ist auch die MK17 Sniper. Ich glaube, das Zelt ist einfach nur hier, um. Wie viel Kilo hast du bisher? Kann ich dir nicht sagen. Moment, hier ist eine SVD, leider auch ohne Mund, das ist sehr schade. Hier ist ein Rangefinder und eine. Oh, zweimal RGO Frags. Alto Belly. Was ist das für eine Waffe? Eine Saiga 12K. Die hat natürlich. Hier ist noch eine G36. Hier ist noch ein zweiter Rangefinder für dich. Und noch ein dritter Rangefinder. Ja, bring auf eine mit. Ich nehme sie alle mit. Wir müssen ja auch mal ein bisschen was verkaufen. Stimmt auch wiederum. Mach mal die. Alter, Junge. Mogul, Junge. Afrikaner. Wah! Zombie vor mir. Was du denn, ey? Halt hier rum wie so eine Homo. Eine PDW. Mehrfach essen. Du schießt, oder? Ja. Leute, ich werde angeschossen. Ja, ich hör's. Bin tot. Von wo? Ich stand zum Eingang der Baracke und dann von mir aus links. Ja, okay. Also westlich würde ich sagen. Er schießt wahrscheinlich jetzt auf Zombies. Hat er mir geschrieben wegen der MK17? War das eine SD? Ja. Aber hat er die da hingedroppt oder was soll der Schwachsinn? Weiß er nicht.
Bin ich schon ein bisschen traurig gerade. Ich würde gerne checken, ob der dich lootet. Ja, das würde ich dir auch empfehlen. Das Gute ist, ich bin zuerst reingelaufen. Und für mich waren die Zombies dann. Das heißt, die werden es gleich despawnen. Im größten Teil. Und dann wird er denken, dass seh einer mal da liegen? Ist. Aber ich sehe den Typen nicht. Beim Abwarten. Ist auch alles voll mit Waffen und so. Ich möchte ungern sterben. Wer war denn das? Der weißt du, wer dich gekillt hat? Nomad oder so. Nomad. Keine Ahnung. Ich hab den Namen nicht so richtig gecheckelt. So, ich bin an einer großen Brücke, Mike. Oh geil, eine Urban Car. Finde ich sehr geil. Du bist ganz im Süden. Mega. Eine Eisenbahnbrücke wahrscheinlich, ne? Ja, ja, die Eisenbahnbrücke. Weg da an den, die ist zwischen den beiden Inseln im Süden. Genau. Ja, wie ihr seht, so schnell kann es gehen, aber ich lasse jetzt Mikey mal ein bisschen die Konzentration, damit er deinen Typen vielleicht mal wegmachen kann. Um ein bisschen Loot zu saven. Ich weiß nicht, wo der sein könnte, ist das Problem. Der hat aber auch nur mit einer. Was war das? Ich kenne das Geräusch ganz genau. Der hat mit nix Oberfetten geschossen. Also hier, das hört sich nach Saw oder so an. Reicht, hier ist ein RPK, ein Jerrycan. Ja, das habe ich da hingeschmissen. Das ist mein Raum, das ist der Raum, wo ich drin war. Nee, du liegst in einem anderen Raum. Also deine Leiche zumindest. Ja, aber da in der Dings war ich drin. Ja, in der Baracke bin ich drin. Ich habe hier deine Leiche vor mir. Ja, dann camp einfach meine Leiche. Liegt schon wieder ein Toter. Ich glaube, die Leute campen ja für die Spawn-Punkte. K17 Sniper SD. Alter, da ist sogar ein Mac bei. Ja, das ist voll der geile Loot gewesen. Oh, Remington. Soll ich irgendwas von dir auf Wunsch mitnehmen? Irgendwas, was du brauchst? Nö. Toolbelt oder so. Nein, ich habe schon wieder einen Rangefinder, ich habe eine Remington, ich habe die meisten Sachen habe ich schon wieder. Boah, aber du hast ordentlich viele Bandagen, das ist sehr gut. Ja, ich hatte recht viele gefunden. Ach, hattest du was im Gunbag? Leeres Briefcase, noch Essen und so. Ich hatte sehr viel Essen, ja. Du hattest auch 5 Gold. Ja, das ist nicht die schlechteste, Mike. Müsst du nämlich mal trinken? Trinken hast du nicht mehr verstanden. Ich habe jetzt 2-mal trinken wieder, aber ja, ich hatte auch 3 oder 4-mal trinken. 3-mal. Ja, das mag sein. Also ich bin hier an einer Stelle, wo so immens viele Leichen liegen, dass ich nur davon ausgehen kann, dass die sich hier alle selbst umgebracht haben. Also der Typ scheint entweder abgezogen zu sein oder zu warten. Weiß ich nicht. Denke, der wird da wohl warten. Weil sind alle die Zombies despawned? Lol, ich habe 11 DMR Max im Backpack. Wo hast du die denn jetzt? Und, ja, war in einem Backpack, was ich gelootet habe gerade. Oh. 2-mal Bloodpack. 3-mal Bloodpack. Oh scheiße, da kommt ein Wortnigan. Hier hat er mich nicht gesehen. M14 Aim. Wir haben gerade einen Wortnix um die Ecke geschossen. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Hat mich gesehen? 14 Aim mitnehmen? Weiß ich nicht. Was sagst du? Eigentlich schon, oder? 14 Aim mitnehmen. Ich habe gerade einen Wortnix rum mit Narren oben drauf. Also hier spawnen teilweise die Sachen doppelt auf einem Lootplatz. Ja, ja, das ist aber normal, das ist mega krass mit den Spawns. Ich nehme erstmal die SVD noch mit. Und werde dann zum Trader zurückgehen. Auch wenn ich bei dem die Waffen nicht verkaufen kann. Du kannst ja mal nach Solberg direkt durchlaufen. Solberg. Ja, mein Gott. Oh lol. Gott, was neben mir explodiert. Das ist meistens ein nicht so feines Zeichen. Geh da mal hin.
Gucken, was dort abgeht. Es geht, es geht. Okay. Hier fährt ein Ortnik rum. Ja. Der irgendwie, der hat gerade irgendwas zerstört. Ja. Aber warte, da sehe ich, vor mir sehe ich einen Gilly. Mach mal lang. Ich habe nur eine Remington, ne? Reicht. Ja, ich warte drauf, dass der irgendwie einigermaßen doof mal nicht hinguckt. Ah, jetzt habe ich eigentlich perfektes Schussfeld sofort. Jetzt wieder ein Zelt in der Tanne. Lol, der hat mich weg. Ah, scheiße, Remington gegen so ein Ding, ey. Aber ich habe auch zweimal irgendwo wieder mitten in den Schrott geschossen. Also irgendwo so Richtung Bauch gegen. Da kannst du ja nichts mit anfangen. Ja, solltest schon auf den Kopf schießen. Ja, aber Remington, ich bitte dich. Die schwingt rum wie so ein... Das war auch der Bandit Dog, Mann. Was war das? Der Bandit Dog. So, ich habe jetzt eigentlich 8 Gold und auch ordentlich equipped, auch an Waffen. Müsste es nur irgendwo bei mir in der Nähe spawnen? Oder wir müssten mal zu einem vernünftigen Trader, dann könnten wir anfangen auch zu bauen. Ja, wir brauchen erstmal so 6 OZ. Hier hat einer einfach mal einen Boden gebaut. Wie bescheuert die Leute. Aber haben die denn, wenn die da irgendwo einfach einen Boden hinbauen, haben die denn dafür einen Plot vorgesetzt? Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Dann probier doch mal eben was zu craften und einfach hinzustellen. Ja, ich bin so gut ausgerüstet, ne? Also, ich möchte jetzt nicht hier, wo der Typ, der dich erschossen hat, rumrennt, mal einfach ein bisschen rumcraften. Nein, so meine ich das ja nicht, aber zumindest irgendwie mal auszuprobieren, ob da mal irgendwie was gebaut werden kann. Du könntest es ja mal machen, weil du hast ja jetzt eh lang kein Equipment, weißt du? Ja, Mike, was fällt dir denn auf, wenn man kein Equipment hat? Ja, dass was du keine Axt hast, aber die kann man sich doch besorgen. Ja. Ich bin jetzt hier irgendwo in einer Gegend, die ich wirklich sehr, sehr schlecht kenne. Weil hier ist einfach gar nichts. Ich muss mir erstmal den Scheiß hier wieder markieren. Was ist denn der blaue Kreis? Auf der Map. Was für ein blauer Kreis? Atomrakete? Ernsthaft? Oder Atomexplosion, das gab's auf Namalsk später auf jeden Fall ab und zu, so eine Atommare Evocation oder wie die hieß, aber ich weiß nicht mehr, ob da was passiert ist. Ist halt schon ein bisschen länger her. Eine größere Base. Und ist eine größere Base. Ich hör's auch rauschen. Aber das könnte auch der Regen sein, der so ein bisschen. Das Rauschen klingt. Das Rauschen passiert manchmal einfach. Also ist das dann einfach so irgendwie. Nee, kann aber auch sein, dass das einfach mal der Regen ist. Ich weiß nicht, klingt halt sehr rauschig heute, der Regen. Rauschig, Regen. Das ist ja halt so eine Mega-Apokalypse, ne? Ja, ja. Nochmal. So, hier habe ich denn irgendwas, was ich bauen kann. Plywood hatte ich das nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du das Plywood mitgenommen hast. Nee, habe ich natürlich nicht. Ja, dann kann ich das jetzt auch mal nicht mal so eben ausprobieren. Ich bin hier gerade an irgendeiner Base. Du und hast übrigens einen Respektpunkt von Zephro Hofi Bandit Dog gekriegt. Dafür, dass du ihn so schnell flankiert hast. Die Olle eigentlich so anzubieten hat. Packaged Food, was ist das? Ah, okay, das ist nochmal ein verpackter. Good Meat, Closes. Closes, könnte ich ja mal verkaufen. Obwohl, ich schieße irgendein Typ die ganze Zeit
So, erstmal wollte ich meine Urban Camo wieder anziehen. Was haben wir denn hier? Urban Camo, dann trocken wir mal. Ich hab noch nicht mal eine Waffe und der Typ schießt hier rum, ey. So kennt man ihn. Oh, ich verpiss mich wieder. So, jetzt muss ich nur noch meinen Rucksack wieder aufheben können. Hallo. Oh, jetzt bin ich ja in den God Mode Zone, ne? Kann ich dir nicht sagen, Mike Pike. Ich glaube, die haben Anti-Backpack-Stealing. Oh nö, wer echt für'n Arsch. Was? Ah nein, Take Large. Ja, wenn die Anti-Backpack-Steal bla hätten, aber ich konnte ihn wieder aufheben. Weil da waren so drei Waffen und so alles drin. Ach du Tro. Du hast jetzt nicht zwischendurch dein Backpack weggelegt. Ja, dich sicher. Um den Skin auszuprobieren. Nicht auszuprobieren, um meinen mega überkonglomeratisch mega geilen Superskin anzuziehen. Meinst du den ich getragen habe? Nee, den Urban Camo. Platzkopf den. Closes. So. Also hier in der Zone, wo ich hier rumrenne, steht eine Base neben der anderen. Und halt nicht so Killific Basen, so wie wir die kennen, sondern oh fuck. So ein Typ, oh fuck, ich renn weg. Ich bin schon wieder so gut wie tot. Oh, hier fährt was. Hier hättest du übrigens Two-Belt-Items gekriegt. Mich schießen gerade bestimmt 5 Leute. Ja. Bei Dog, der war bei Voko, Voko Toko, der Stadt. Vorhin noch, als wir da auch waren. Er hat locker anderthalb Magazine oder 2 Magazine durchgeballert. Bom, 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 bom. James One ist hier. Scheiße. Na gut. Ja, solange du jetzt dein Megasterben fortsetzt, werde ich mein Video für heute erstmal beenden. Es ist mal wieder Bettzeit und Papa muss mal früh wieder arbeiten. Ja, viel Spaß beim Angucken, herzlichen Dank fürs Angucken, gerne liken, teilen, bla bla bla, was der Nils sagt und so weiter und so fort. Ja, so viel für heute, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.